Liebe Freunde der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, liebe Kulturfreunde, ich begrüße Sie, euch recht herzlich zum heutigen Lehnitzer Gespräch hier in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte Alter Kiefernweg 5 in Lehnitz. Wir begrüßen Daniela Dahn. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Anlass ist Ihr letztes Buch, gemeinsam mit Rainer Mausfeld, Tam Tam und Tabu, die Einheit, 3 Jahrzehnte ohne Bewährung, erschienen im Westend Verlag Frankfurt am Main. Liebe Daniela, ich will dich noch mal kurz vorstellen. Die meisten kennen dich, aber ich mach's trotzdem. Du bist in Berlin geboren, hast Journalistik studiert und als Journalistin gearbeitet, ehe du dich entschlossen hast, freiberufliche Schriftstellerin zu werden. Das war 1981, wenn ich das ergänzen darf. 1981, also haben wir 40-jähriges Jubiläum deiner Freiberuflichkeit. Du hattest aber Erfahrungen gesammelt, die dir sicherlich geholfen haben und die auch zu deinen Büchern, so meine ich jedenfalls, führen, als Journalistin beim Prisma, wo ihr ja in einer sehr interessanten Sendereihe des DDR-Fernsehens kritische Dinge beleuchtet habt, was nicht so gern gesehen war. Also da hast du schon auch Journalismus, investigativen Journalismus gelernt. Eben, ich habe da gelernt, dass man genau recherchieren muss, wenn man kritisch sein will. Sonst kriegt man es um die Ohren. Da war mir auch mal ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Da mussten gleich alle an den Drehort und so. Seitdem weiß ich, dass man muss wasserdicht recherchieren. Das war also eine gute Schule. Du hast dein erstes Buch, also an das ich mich erinnere, ist Spitzenzeit. Kennengelernt haben wir uns bei einer Buchlesung und anschließend Signierung Prenzlauer Bergtour. Also seit 87 kennen wir uns. Und dann kommen natürlich deine ganzen Bücher nach 1990. Wir bleiben hier oder wem gehört der Osten? Westwärts und nicht vergessen, vom Unbehagen in der Einheit, Vertreibung ins Paradies, unzeitgemäße Texte zur Zeit, in guter Verfassung, wie viel Kritik braucht die Demokratie, Wenn und Aber, Anstiftungen zum Widerspruch, demokratischer Abbruch von Trümmern und Tabus, da ist Tabu auch schon dabei, Wehe dem Sieger, ohne Osten kein Westen, Der Schnee von gestern ist die Sinnflut von heute, das ist die Einheit einer Abrechnung, 2019 erschienen, bei Rowohlt. Und ja, ein Jahr später dieses Buch gemeinsam mit Rainer Mausfeld. Rainer Mausfeld, zwei Sätze zu ihm, ist emeritierter Professor an der Universität Kiel und er hatte einen Lehrstuhl für Wahrnehmungs- und Kognitionsforschung und ist natürlich ein Experte auch in psychologischer Betrachtung von Prozessen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Ausgangspunkt dieses Buches. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, wie die Idee zu dem Buch und auch natürlich, was für dich ja neu war, dass du mit jemandem ein Buch schreibst. Denn bisher warst du immer Single. Das stimmt, als Autorin. Ich habe noch nie zu zweites versucht. Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Methode gefunden. Jeder hat vorne seine eigenen Texte und am Ende reden wir noch ein bisschen darüber. Und ich konnte da profitieren eben von der theoretischen Unterfütterung eines Kognitionsforschers. Vielleicht hätte ich mich sonst auch gar nicht an das Thema gewagt. Eigentlich dachte ich auch, dass mit dem Schnee von gestern für mich das Thema nun endgültig nach mehreren Büchern abgeschlossen ist. So groß war meine Lust gar nicht, mich nochmal reinzuhängen. Es ist ja immer auch nochmal mit
ja, bestimmten belastenden Erfahrungen und Erinnerungen. Es ist ja nicht nur erfreulich, die Thematik. Aber dann kam die Anfrage vom Westend Verlag, ob wir nicht zusammen da nochmal so eine Art PS war das für mich zu dem vorhergehenden Buch, weil ich wusste, ein Thema, da habe ich mich doch in all den Büchern noch drum gedrückt, das würde auch arbeitsaufwendig werden. Und insofern ist es eben auch kein Buch jetzt über die Einheit, sondern es ist eigentlich ein Buch darüber, wie man Bewusstseinseinstellungen innerhalb kürzester Zeit so verändern kann, dass sie den jeweiligen Machthabern genehm sind. Und das ist ja heutzutage ein hochaktuelles Thema. Also das Beispiel, was ist eigentlich passiert mit der Einstellung der Ostdeutschen zwischen Ende 89, November bis zu diesen Märzwahlen im nächsten Jahr, wo sich im Wahlverhalten es den Einschein hatte, als ob sie sich um 180 Grad gewendet hatten. Was ist eigentlich da passiert? Und das zusammen mit einem Kognitionsforscher, mit Rainer Mausfeld, nochmal zu betrachten, das hat mich schon gereizt. Ja, war dann aber eine ziemlich aufwendige Sache, auch wieder Recherche, auch unter Corona-Bedingungen. Aber ich hatte da in der Schweriner Stadtbibliothek sehr zuvorkommende Bedingungen, das auch ja in die Materialien einsehen zu können. Daniela, nun haben wir ja uns schon vor 1989 ganz gut gekannt. Dein Mann Jochen Labs und du, ihr wart ja ab und an auch in meinem privaten Pinch-Club. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Diskussionen, die dort geführt worden sind, auch im Herbst 89, wo wir beide ja auch im demokratischen Aufbruch waren, dann habe ich auch gerade bei diesem Buch nochmal mit großem Interesse gelesen und mich natürlich immer ins Verhältnis gesetzt, wie ich mich erinnere. Und da kann ich das eigentlich nur unterstreichen, was du hier schreibst. Im Herbst 89 war unser Ansatz, dass wir einen demokratischen Sozialismus wollten, dass wir in der DDR etwas verändern wollten. Und bei uns war kein Thema deutsche Einheit oder Anschluss an die Bundesrepublik. Das war weit ab. Und das ist ja der Ausgangspunkt, auch so habe ich das verstanden, deines Buches, diese Frage, wie konnte man innerhalb kürzester Zeit dieses Bestreben vieler Leute umkehren in einen Hurra-Patriotismus für den Anschluss. Ja, stimmt. Also wir haben ja in deinem Kreis durchaus sehr kritisch auf die DDR geguckt. Nicht? Du hattest den Philosophen Peter Ruben, ja, der sich sehr gut in den Wirtschaftsgeschichten auskannte. Da habe ich auch einiges gelernt damals schon, obwohl ich auch die praktische Anschauung hatte. Ich war wirklich auch viel in Betrieben. Ich wusste ganz gut, wie die Arbeiter so denken und was in der Leitungsebene los ist. Aber diese sehr kritischen Betrachtungen von dem dissidentischen Peter Ruben waren natürlich auch damals sehr interessant. Und trotzdem haben wir, du erwähnst den demokratischen Aufbruch, da war ja in dem Gründungsaufruf die Formulierungen, wir wollen neu lernen, was Sozialismus für uns heißen kann. Wir verwahren uns gegen die Unterstellung, wir würden die DDR in den Kapitalismus rückreformieren zu wollen. Unterzeichnet eben von Pfarrer Eppelmann und all den Gründungsmitgliedern damals. Also das ging so quer durch, diese Haltung. Ja, und dann ist tatsächlich die Frage, wie konnte man das so kippen? Und wenn man da, wie ich es nun gemacht habe, Woche für Woche die Presse und die Meinungsumfragen analysiert, das ist schon im Nachhinein nochmal sehr aufschlussreich, weil es einfach nicht stimmt, die Geschichtsschreibung, die sich durchgesetzt hat, dass die Situation in der DDR immer chaotischer wurde und am Ende eigentlich alle nur noch so schnell wie möglich mit Westgeld im Westen leben wollten, so wie im Westen. Das
ist einfach nicht belegt durch, weder durch das, was man also über die Stimmung im Osten in den Ostzeitungen lesen konnte, noch durch die Umfragen. Das müsste man jetzt sehr genau belegen. Also im Herbst, November und dann auch nochmal bestätigt durch eine Spiegelumfrage vom Weihnachten 89, war diese Grundstimmung nicht nur im demokratischen Aufbruch, sondern tatsächlich in Ostdeutschland. Wir wollen jetzt reformieren, endlich mal souverän, was wir lange nicht durften. Das war ja auch ein Hochgefühl, dass man sich einbildete, wir würden die Zeit haben, jetzt endlich mal Subjekt der Geschichte zu sein und nicht mehr nur gucken, was da beschlossen wurde. 5% sagten, wir möchten lieber im Kapitalismus leben. Und diese Haltung hat sich viel länger gehalten, als so suggeriert wird. Also es ist eine der Tabus, dass die ostdeutsche Bevölkerung ziemlich widerständig waren gegen die Verlockungen aus dem Westen. Also bis lange Anfang 90 hieß es, ja, Vereinigung, ja, das war eigentlich kein Thema mehr, aber langfristig im Rahmen der EU-Vereinigung genau überlegen, wie wir es machen. Die SPD hatte immer noch, auch im Osten, aber in ganz Deutschland, hohe Umfragewerte, also bis eigentlich 2-3 Wochen vor der Wahl absolute Mehrheit. Die CDU dümpelte bei 11%. Und dann kam sozusagen der große Clou. Also es gab sehr viele Fake-Geschichten in den Medien, natürlich in der Boulevardpresse. Also die Bild-Zeitung hat abenteuerlichste Dinge behauptet über die Lebensweise von Krenz und Honecker und Margot Honecker mit Goldbrillanten und was nicht alles. Stellte sich alles als Fälschung heraus, aber hat natürlich erstmal den Unmut oder auch die Wut der Menschen geschürt. Sicher gab es viele Gründe für Unmut und Wut. Also wir waren ja nicht umsonst im demokratischen Aufbruch. Aber diese primitive Art von so zu tun, die haben da in Saus und Braus in ihrem eher, naja, Wandlitz. Also heute habe ich Leute getroffen. Heute ist es ja eine Reha-Stätte dort und da sind dann auch Westberliner in dem Café. Und kam ich mit einer Frau, weil ich da jemanden besuchte, ins Gespräch und die sagte, naja, haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. Ist ja wohl mehr sozialer Wohnungsbau. Also ich will das jetzt auch nicht verniedlichen, allein, dass es da Westwaren zu kaufen gab und so. Aber das Bild, was da gezeichnet wurde von Krenz mit einer 12-Zimmer-Villa und einem Jaguar in der Garage, also das war alles frei erfunden. Aber es war eben nicht nur die Boulevardpresse. Also was mich mit am meisten aufgeregt hat, war ein Bericht im Spiegel, der immer mitgehalten hat mit diesen angeblichen Luxuslebensgeschichten. Auch was Schalk-Golodkowski betraf, da waren auch schon so leicht antisemitische Untertöne immer dabei. Was mich am meisten aufgeregt hat, war ein Bericht im Spiegel über ein Treffen von Hans Modrow, damaliger Ministerpräsident, und Kanzler Kohl am Rande des Treffens in Davos. Da war kein Journalist dabei, aber der Spiegel tut so, als ob er dabei war. Und bringt dann in Anführungsstrichen Zitate von Modrow, die etwa so laufen, das war Anfang Februar 90, bei uns geht alles drunter und drüber, wir sind am Ende, unser Geld ist in wenigen Wochen zu Ende, dann sind wir zahlungsunfähig, hier bricht alles zusammen, wir sind am Ende. Und da hätte Kohl verstanden, dass er jetzt handeln muss und dass er jetzt die Währungsunion anbieten muss. Und ich kannte ja aus der Zeit die Auftritte und Interviews von Modrow und die waren alle ganz anders. Ja. Er hatte ja vorgeschlagen, dieses Modell ein Land, zwei Systeme. Also wir machen eine sehr großzügige Konföderation, aber jeder macht sein Ding und irgendwann kommen wir aufeinander zu. Wie realistisch das alles war, ist jetzt also gar nicht mal das Thema, sondern ich habe ihn dann heute gefragt, ja, also wie konnte man denn sowas da sagen in Davos? Und ich hatte ihn, er hat das zum ersten Mal gelesen, den Artikel, und hat gesagt, ich habe kein Wort davon gesagt, es wurde niemals autorisiert. Und er hat, es war kein Vier-Augen-Gespräch, sondern ein Acht-Augen-Gespräch. Jeder hatte sozusagen seinen wissenschaftlichen engsten Berater mit, das war bei Kohl Horst Heltschek.
der einen direkten Draht immer zur Presse hatte. Mhm. Und Hans Modrow hatte Karl-Heinz Arnold mit. Und der hat nämlich noch im selben Jahr ein kleines Büchlein geschrieben, die ersten 100 Tage des Hans Modrow, und hat dieses Treffen genau beschrieben, mhm. ganz authentisch noch aus dem direkten Erleben. Und der, das lief völlig anders, das Gespräch. Mhm. Also Modrow hat kein Wort darüber gesagt, sondern Kohl hatte ganz andere Themen drauf und hat dann gefragt, irgendwie mal so nebenbei, naja, was braucht ihr denn? Und da war Modrow ein bisschen perplex und hat sich dann durchgerungen, doch nochmal dran zu erinnern, dass jetzt mit der offenen Grenze das auch finanziell schon alles schwierig ist. Und wenn der eingangs versprochene 15 Milliarden Kredit, der würde uns schon helfen, hätte Kohl so weggewischt und hätte gesagt, ach, das Wichtigste ist jetzt das Westgeld und die Währungsunion. Das heißt, da war ja ganz klar die Linie, diese Regierung stützen wir keine Minute länger, solange diese da sind, kommt kein Geld. Gut, also im Spiegel wurde vorbereitet, dass es überhaupt eigentlich keine Alternative mehr gibt. Die Bild-Zeitung hat es dann so kommentiert, also wenn jetzt noch nicht alle Betriebe sofort schließen und kein Geld mehr ausgezahlt wird und alle Sozialleistungen zusammenbrechen, das kann nur aufgehalten werden, indem sofort die D-Mark kommt. Das heißt, das war auch eine Art von unglaublicher Erpressung und Wahleinmischung, muss man schon sagen. Egon Bahr hat das später mal als Psychoterror à la Goebbels bezeichnet, was da gelaufen ist. Oder Günter Grass hat kurz vor den Wahlen noch auf einer Veranstaltung im Theater in Schwerin gesagt, also das ist Sportpalast-Rhetorik im Sinne von, wollt ihr unseren totalen Wohlstand oder nicht? Und er hat gesagt, das kann er nicht mehr freie Wahlen nennen, wenn man also derart unter Druck ist. Es war eigentlich die eigenen Wünsche nach, darf hier nicht anfassen, die eigenen Wünsche nach endlich mitbestimmen und reformieren wollen, waren nicht mehr unter einen Hut zu bringen mit dieser Erpressungsgeschichte, wenn jetzt nicht bei euch das totale Chaos ausbrechen soll, müsst ihr jetzt die D-Mark nehmen. Das konnte man auch selber kaum einschätzen. Mhm. Zumal auch von DDR-Seiten her nun nicht gerade sehr transparent damit umgegangen wurde. Ich erinnere an dieses Schürer-Papier, wo um offenbar die Führung um Krenz und vielleicht auch in Moskau zu weiteren Reformschritten zu bewegen, also die Verschuldung total überzogen wurde, verdoppelt wurde, was sich dann also als nicht realistisch rausstellte, sondern die Verschuldung gab es, aber das war eine, wie man im Westen sagte, sehr moderate, nicht wirklich problematische Verschuldung. Also auch vom Osten her konnte der normale, einfache Bürger und Wähler die Situation nicht mehr wirklich einschätzen, sodass es in also Wahlen, was sind freie Wahlen, wirft das Buch auch die Frage auf. Es reicht ja nicht, wenn die formal frei sind, sondern man muss ja auch innerlich, also psychologisch, politisch vom Wissen her frei sein, nicht? Freiheit ist also, ja, eine Einsicht in das, was nach dem, wie die Realität nun mal ist, getan werden müsste. Wir hatten früher gesagt, Einsicht in die Notwendigkeit und die Möglichkeit, nach dieser Einsicht zu handeln. Ja. Und das war eigentlich nicht gegeben. Und und das waren schon sehr bewegte und aufschlussreiche Zeiten. Und das versuche ich hier nochmal zu dokumentieren. Nun, noch vorher war ja auch ein wichtiger Aspekt für mich im Herbst 89, der Aufruf für unser Land. Das, daran sollte man auch nochmal erinnern, dass führende Intellektuelle aus Ost und unterstützt auch von Leuten aus West ein Plädoyer dort verkündet haben, die DDR weiter existieren zu lassen, natürlich unter der Voraussetzung einer demokratischen Veränderung und einer Öffnung. Und natürlich auch mit der Maßgabe von Freiheiten, die bis dahin eben nicht den Menschen gewährt worden sind. Dagegen wurde ja auch von den westlichen Medien ziemlich angekämpft. Also bis hin zu Anfeindung, Denunziation und
führender Köpfe. Ja, ja, klar. Alles, was auf Selbstständigkeit hinauslief, wurde eigentlich so getan, als ob das überhaupt keine realistische Option mehr ist. Nicht? Mhm. Diesen Aufruf, der wurde initiiert, auch stark von Kirchenleuten im Osten, von der Bürgerbewegung, aber auch von Künstlern. Mhm. Stefan Heim, Christa Wolf hat mitformuliert, von westlicher Seite haben dann unterzeichnet Heinrich Böll, Günter Grass. Also ja, das war nicht nichts. Und ja. Es haben im Laufe der nächsten Wochen 1 Million Ostdeutsche das unterschrieben. Egon Krenz glaubte wohl, was Gutes zu tun, wenn er es auch unterschreibt. Mhm. Aber das hat dadurch natürlich gleich wieder so eine ja, etwas geschmäcklerische Geschichte bekommen, hat der Sache sicher nicht geholfen. Also das hatte real keine Chance mehr. Aber eigentlich eben ja durch diese Art von Panik und Hysterie, die da entfacht wurde, also es wurde ganz klar gesagt, Hilfe von uns nur, wenn ihr dafür alle sozialistischen Pläne aufgebt. Mhm. Und das war natürlich, das war eine Weile starke Reibereien auch. Ich dokumentiere auch nochmal in dem Buch, wie schwer es Lothar de Maizière als Ministerpräsident auch mit seinen eigenen Äußerungen fiel, das mitzumachen. Er hat sich lange auch dagegen verwahrt, jetzt bitte keine Anpassung, das hatten wir lange genug. Wir müssen unsere Selbstbestimmung verteidigen, aber auch er ist dann gebrochen worden. Ja, also das nochmal nachzuvollziehen, wie eigentlich auch das Wahlverhalten im Widerspruch steht zu den Umfragen und der Haltung der Leute, weil das war, diese Kluft war nicht zu schließen zwischen dem Wunsch, wir wollen also erstmal selbstständig sein und dem Wunsch, dazu brauchen wir aber eine gewisse Möglichkeit von Geld. Wobei es gab auch Angebote natürlich sogar von westlichen Banken, Kredite zu geben. Ich habe mal ein Beispiel hier mitgebracht, weil man weiß das alles nicht mehr. Im 31. Januar 90 kommt ein Angebot von dem EU-Kommissar Martin Bangemann und der macht das Angebot, falls die DDR als selbstständiger Staat EG-Mitglied werden wolle, könnten die Beitrittsverhandlungen in den nächsten 1 bis 2 Jahren abgeschlossen werden. Also das war noch ja, Ende Januar 90, also da gab es offenbar auch keine wirtschaftlichen Vorbehalte. Ja. Da waren so viele Optionen offen, also nochmal nachzuvollziehen, wie solche Alternativen auch durch Denkblockaden abgebremst werden, wie diese Devise dann, es gibt keine Alternative als den Beitritt, also sich durchsetzen konnte. Das ist schon eine Lektion, die ist nochmal schmerzlich, aber hilfreich, weil sie so aktuell ist. Ja. Du hast ein sehr schönes Zitat in dem Buch von dem Philosophen Kierkegaard. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Und das ist ja, wer sich für historische Prozesse interessiert, weiß das ja, dass es immer eines gewissen Abstandes bedarf, ehe man Dinge wirklich erkennt. In der Zeit, in der man lebt, ist das schwer möglich. Gerade in der Zeit des Herbstes 89 bis zur Wahl im März 90, das war eine verrückte Zeit, eine Zeit großartiger Diskussionen. Ich habe noch nie so viel politisierte Menschen erlebt wie in diesen Monaten. Auch mit den wirklich Überlegungen, was könnte man tun? Und du hast ja im Buch auch das erwähnt, eigentlich wollten wir, auch die in der Bürgerbewegung waren und sicherlich auch alle, an die möchte ich auch immer wieder erinnern, weil Bürgerbewegung ist natürlich was Tolles gewesen, aber hätte es nicht genügend kritische Köpfe in allen Parteien gegeben und auch parteilose kritische Köpfe, wäre das so im Herbst 89 nicht verlaufen. Es war sozusagen eine Mehrheit der Menschen in der DDR, wollten radikale Veränderungen hin zur Demokratie und zur Freiheit. Aber sie wollten auch etwas Eigenes
Schaffen. Und dieses eigene Schaffen, das beschreibst du ja, das bleibt auf der Strecke. Ja, völlig. Also um vielleicht nochmal an Kierkegaard anzuknüpfen, Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Man kann nur hoffen, dass das eben auch zum Beispiel auf die heutige Zeit zutreffen wird, was hier eigentlich in dieser Pandemie läuft. Da verstehen wir ja vieles Irrationale im Moment auch nicht. Also ich will nur sagen, worüber hier nachgedacht wird, das sind gesellschaftliche Vorgänge, die sich auch wiederholen, sogar zuspitzen noch. Und eigentlich nur pars pro toto abgehandelt werden, in dem Sinne eben ja nicht unaktuell sind, sondern im Gegenteil. Ja. Also wir reden ja heute auch darüber, dass also die Verordnungen, unter denen wir heute leben, Bürgerrechte weitgehend ausblenden, dass es zumindest viel mehr debattiert hätte werden müssen im Parlament. Unter den Bürgern, wie es damals üblich war, du erwähnst es, diese Politisierung, es hätte auch an runde Tische gehört, mit Ärzten natürlich, aber dann wäre vielleicht dieser Wut, die jetzt steigt und die damals auch stieg, anders zu handhaben. Ja, wir wollten eigenes einbringen und zwar, oft wird man im Westen gefragt, na was hattet ihr denn einzubringen und so. Ja, es ging um die Substanz, es ging nicht um Ampel und Sandmännchen, sondern das sagen die Umfragen auch ganz deutlich, die Leute wussten schon, was sie haben. 68% wollten im Herbst, im Frühjahr noch und nach den Wahlen noch das Volkseigentum einbringen, weil sie damit Erfahrung gemacht hatten. Die waren nicht alle gut, aber die waren wichtig. Die haben bestimmte zwischenmenschliche Beziehungen verändert, worauf man nicht mehr verzichten wollte. Sie wollten das Volkseigentum einbringen und daneben andere Eigentumsformen zulassen, die auch im Mittelstand Konkurrenz ermöglichen und so. Aber natürlich die große Daseinsvorsorge, das konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass das privatisiert wird, ne? Ja. Mit den Folgen, die wir heute erleben, auch in dieser Pandemie. Jetzt noch werden ständig Krankenhäuser geschlossen, weil sie sich angeblich nicht mehr rentieren. Also was ist das für ein Rentabilitätsdenken? Das hätte damals alles angedacht werden können und wurde aber eben alles als angeblich gescheitert vom Tisch gewischt. Und diese Scheiternsprämissen, die beruhten eben zum Teil einfach auf falschen Fakten und Prognosen. Hannah Arendt hat mal so schön sinngemäß gesagt, also für jede Herrschaft sind die besten Untertanen die, die nicht mehr unterscheiden können und wollen zwischen Fake und Fiktion, zwischen Wahrheit und Fälschung. Ja. Wer das nicht mehr durchblicken kann, weil es alles so unübersichtlich ist und so mit Angst und Panik beladen, der ist natürlich viel führbarer. Ja. Ne? Und verführbar. Ja. Daniela, für alle, die an dem Buch interessiert sind, also das ist, das Buch besteht aus 5 Abschnitten, also vorab gibt's eine Einstimmung von euch beiden. Dieser Einstimmung beginnt ihr so: Das Jahr 1990 kann als einer der wichtigsten Momente der Nachkriegsgeschichte angesehen werden, da es einzigartige Chancen bot, sowohl für eine internationale Friedensordnung wie auch für eine erneuerte Demokratie, die dann diesen Namen verdiente. Heute wissen wir, dass diese Chancen aus geopolitischen Interessen und denen der Kapitaleigner gezielt blockiert und somit verspielt wurden. Warum war dies entgegen den großen Hoffnungen der Bevölkerung so leicht? Das ist sozusagen die Eingangsfrage, die dich ja auch immer wieder bewegt hat. In all deinen Büchern bist du immer wieder der Frage nachgegangen, warum ist diese Einheit so gelaufen, wie sie gelaufen ist, und nach deiner Bewertung und der Bewertung vieler, die diese Meinung teilen, ist sie bei weitem nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen können oder sollen. Vor allen Dingen einen hohen Preis haben die Ostdeutschen gezahlt mit einer
Deindustrialisierung mit einer hohen Arbeitslosigkeit in den Folgejahren nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik. Eine Deindustrialisierung, die natürlich Langzeitwirkung hat, weil was einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder. Es gibt, das muss ich an der Stelle natürlich sagen, und das weißt du auch und das verschweigst du ja nicht, es gab natürlich auch einige Erfolgsgeschichten. Ja, auch bei der Treuhand, bei der Privatisierung gab es einige Erfolgsgeschichten, wie zum Beispiel Leuna und so. Also sowas gab es auch, aber es ist natürlich viel auf der Strecke geblieben. Und nun betrachtet ihr ja vor allen Dingen hier auch mit dem Rainer Mausfeld als einem Psychologen, der nochmal oder sich auch immer damit beschäftigt hat, wie laufen solche Prozesse ab? Also wie werden Menschen manipuliert? Also das ist ja eine ganz wesentliche Frage auch in dem Buch, die ihr nochmal ausführlich behandelt. Ja, wie werden Menschen manipuliert? Von Interessen, die mit den entsprechenden Argumenten und auch manipulierten Argumenten dann ziemlich brachial durchgesetzt werden. Es war ja klar, dass aus diesem Osten in dieser Wendezeit, die wir ja damals, es gab zumindest revolutionäre Ansätze, ob das nun eine Revolution war, sagen wir mal dahingestellt, aber es gab durchaus revolutionäre Ansätze, die auch für den Westen hätten interessant sein können. Es gab eine Art Demokratisierungsdruck, der auf den Westen begann überzugreifen. Die SPD wollte auch in Bonn einen runden Tisch einführen und ich zitiere eine theologische Fakultät in Tübingen, die sagten, wir müssen ganz anders leben, der Kapitalismus muss in Frage gestellt werden. Das war auch weitsichtig, wenn man heute an unsere Debatten mit Klima und Wachstum und so weiter, das war ja damals angelegt in unserem Weg. Wir haben damals auch im demokratischen Aufbruch gesagt, diese Konsumgesellschaft wollen wir nicht. Das war damals schon klar. Wir haben einfach 30 Jahre verloren, dadurch, dass dieser Demokratisierungsdruck von den Kräften, die gar nicht daran interessiert waren, derart abgeblockt wurde, wie das hier beschrieben wird. Wobei ich gerechtigkeitshalber schon sagen muss, was ich jetzt auch nochmal zitiert habe von Äußerungen von SPD-Politikern, die waren eigentlich ziemlich vernünftig. Da kamen ganz schön viele konkrete Vorschläge, ja, wie man zum Beispiel durch Einstellen von Rüstungsvorhaben den Ostdeutschen dafür einen gewissen Mindestreisefonds schaffen könnte, damit erstmal, bis die Währungen angeglichen sind, bestimmte sehr nachvollziehbare Bedürfnisse nach Reisen abgedeckt werden können. So gab es für viele Bereiche ganz vernünftige, konkrete Vorstellungen, die aus der SPD kamen und die rückblickend eigentlich sehr vernünftig waren. Aber ja, Recht haben und Recht bekommen ist unter so einer Manipulationsglocke schwierig, wenn man sagt, also Biedenkopf hat irgendwann gesagt, den zitiere ich auch, unsere revolutionäre Antwort auf eure revolutionäre Frage ist die Währungsunion. Das war mit anderen Worten gesagt, wir kaufen eure Revolution einfach auf. Denn das war ganz klar, wenn die fremde Währung kommt, ist jede Souveränität, jede Selbstbestimmung dahin. Wer die Währungshoheit hat, nicht mehr hat, der braucht den Mund gar nicht mehr aufmachen. Und vor allem Wirtschaftsleuten war total klar, was passieren würde, wenn zwischen zwei Ländern mit so einer Kluft in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit über Nacht das Geld gleichgestellt wird. Also ich hatte später ein langes Gespräch mit dem damaligen Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl, der sagte, das war ökonomisch reiner Wahnsinn. Wenn man im selben Jahr in der Bundesrepublik den Dollar eingeführt hätte, wäre die bundesrepublikanische Wirtschaft sofort völlig pleite gewesen. Oder wenn man in Österreich die D-Mark eingeführt hätte, Schilling stand 1:7, wäre Österreich sofort völlig pleite gewesen. Und genau so war die DDR, die angeschlagen war, aber eben nicht pleite,
völlig pleite gewesen. Der Guardian schrieb damals, die Wirkung einer solchen Währungsunion ist wie eine ökonomische Atombombe. Mhm. Und so war es auch, du hast es ja beschrieben. Also es hat allein 16, 17 Jahre gedauert, bis diese 70-prozentige Deindustrialisierung, die es in keinem anderen Ostblockstaat gab, bis die wieder auf Null war, bis sozusagen das angeblich so schreckliche DDR-Niveau wieder erreicht war. 17 Jahre. Und heute, ja, es gibt Erfolgsgeschichten, aber es gibt von den ersten 200 Großkonzernen ist kein einziger, auch kein Buna und Leuna im Osten angesiedelt. Wir sind verlängerte Werkbänke. Wir können bis heute, wir Ostdeutsche sage ich jetzt, unseren eigenen Bedarf nicht selber finanzieren. Wir bleiben abhängig. Also diese Einheit, so wie sie denn organisiert wurde, hat irgendwie über den Staatshaushalt bis heute mit über 2 Billionen Euro belastet. Das ist viel mehr als jetzt die Pandemie. Das ist gar nicht in unserem Hinterkopf. Mhm. Und die sind noch nicht abbezahlt. Mhm. Das belastet weitgehend noch mit Krediten auf die nächsten Generationen. Das hätte man eben anders machen können. Und das ist jetzt natürlich so gelaufen. Und wir haben uns inzwischen auch damit mit dem Euro und allem irgendwie eingerichtet. Aber wie viel besser es hätte sein können, auch mental, wie viel weniger verletzte Biografien es hätte geben können, wenn wir nicht in diese große Manipulationsstimmung hineingeraten wären. Ja. Daran nochmal zu erinnern, das ist eben nicht Schnee von gestern, sondern wir geraten immer wieder in solche Entscheidungssituationen. Und wenn ich immer höre, es gibt keine Alternative, werde ich schon immer misstrauisch, weil Politik heißt in Alternativen denken und eigentlich gibt es immer Alternativen. Auch heute gibt es natürlich Alternativen, über die zumindest zu reden wäre. Ne? Ja. Nun hast du ja vorhin schon gesagt, dass du dich eines intensiven Studiums der Publikationen aus dieser Zeit nochmal schlau gemacht hast, was da abgelaufen ist. Ich kann mich eben auch ganz gut an zwei Dinge erinnern. Erstens, wir beide waren im demokratischen Aufbruch und wir beide sind relativ zeitig da wieder ausgeschieden. Mhm. Also bei mir war es einfach so, dass mir der Vorsitzende Schnur einfach suspekt war. Ich habe den als einen Menschen irgendwie erlebt, der der so ein Manipulator war, ich mochte diesen Mann nicht. Das war nicht das alles Entscheidende. Das alles Entscheidende war, dass es nach einer relativ kurzen Zeit dann darum ging, sich auszurichten, sich Partner im Westen zu suchen, und das war eben dann die CDU. Ich kann mich an eine Zusammenkunft erinnern, wo ich vehement dafür plädiert habe, sich mit der SDP zusammenzutun. Ja, das wäre mehr meine Richtung gewesen, aber es kam eine andere Entscheidung, und du hast es vorhin erwähnt, diese Allianz für Deutschland, die dann die relativ schwache Ost-CDU mit dem demokratischen Aufbruch und mit der DSU gemeinsam gestärkt hat und zum Wahlsieger gekürt hat. Das war ein Werk von Helmut Kohl, und auch die anderen Parteien, zum Beispiel die LTBD, nicht? Die wurde dann von der FDP unterstützt. Also der Wahlkampf im Frühjahr 1990, da hat der Westen sehr stark drauf Einfluss genommen, und ich kann mich an die Verkündung des Wahlergebnisses erinnern. Ich hatte eine Wahlparty organisiert, damals im BLMP-Club, in der, also jetzt hier in Torstraße, wo ich jeden Montag eine Gesprächsrunde hatte, und mit Freunden dort plötzlich kam das Wahlergebnis und mir wurde so schlecht, ich musste mich übergeben und musste die von mir organisierte Party verlassen. So hat mich dieses Wahlergebnis getroffen. Also ich war völlig unvorbereitet. Das kam ja auch völlig überraschend, ne? Das widersprach allen Vorhersagen. Ja, wenn man, heute wird ja viel über Wahlfälschung und Wahlbeeinflussung diskutiert. Wenn man ein klassisches Beispiel von Wahlbeeinflussung von außen sich angucken will, dann eignet sich dieses Frühjahr sehr. Ja.
Also diese Allianz für Deutschland muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Ja. Der bundesdeutsche Kanzler gründet die in West-Berlin. Ja. Es geht nur um DDR. Ja. Er gründet die und er sorgt auch dafür, dass 7,5 Millionen damals D-Mark Wahlhilfe kommt. Die ging zum ganz großen Teil an diese Allianz. Ja. Dann zu einem kleineren Teil an die FDP, zu demselben kleinen Teil an die SPD, null an die Helden der Revolution, an die Bürgerbewegung, die Grünen bekamen gar nichts, also Bündnis 90 und naja, die PDS sowieso nicht. Also eine der ersten Erfahrungen war schon auch, wie Wahlen gesteuert und aufkaufbar sind, denn mit diesem Geld ist natürlich auch Plakataktionen, alles Mögliche gemacht worden, Computer zugelegt worden. Ich erinnere auch daran, wie Beobachter sehr genau festgehalten haben, wo war eigentlich das erste Foto auf einen der Montagsdemos mit dem Slogan »Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr«. Wann ist das erste Mal aufgetaucht? Und das war in Leipzig, und zwar eine Woche, nachdem es zuvor schon, wie Telschik in seinem Tagebuch festhält, im Kanzleramt besprochen wurde. Und dann ist bis heute nicht geklärt, wie ist denn der Weg vom Kanzleramt bis nach Leipzig gewesen. Besonders, das ist ein kurzer Weg gewesen. Ja, also sehr genauen Beobachtern westlichen ist aufgefallen, dass diese Losung an Bambusstöcke geheftet war. Und er wusste, Bambusstöcke gab es aber in der DDR nicht. Also da sind auch massenhaft Fahnen, Losungen, CDs, sogar für die Großkundgebungen, irgendeiner in Erfurt, glaube ich, kamen 8 Busse von CDU-Basis aus der Bundesrepublik, die dann Stimmung machten da und Fahnen schwenkten. Also da ist wirklich mit allen Mitteln gearbeitet worden, so dass es eigentlich so eine Art Westwahlen auf dem besetzten Territorium waren, in dem die Ostdeutschen eigentlich nur Statisten waren, deren Meinung man sozusagen dem eigenen Willen gefügig machen konnte, was dann auch gelungen ist. Denn diese Interpretation, die Wahlen waren genau das, was die Ostdeutschen wollten, ist auch durch eine Umfrage widerlegt. Ich zitiere die, die unmittelbar nach den Wahlen Anfang April gemacht wurde. Und das ist schon sehr interessant und zeigt, dass man dass sozusagen der Wunsch, wie diese Wahlen vom Osten her zu interpretieren sind, ein ganz anderer war. Weil da sagen 95% nach den Wahlen, also das ist fast ein DDR-Wahlergebnis. Also man kann sagen, jeder sagt, jetzt müssen sich Ost- und Westpolitiker gleichberechtigt zusammensetzen, über die besten Wege sich abstimmen und dann sagen zusätzlich 77%, und das möchten wir bitte in einem Volksentscheid bestätigen dürfen. Mhm. Das heißt, die Basisdemokratie war noch nicht dahin. Und wenn angeblich es keinen anderen Wunsch gibt, als so schnell wie möglich wie im Westen zu leben, dann wäre dieses Ergebnis überhaupt nicht erklärbar. Man wollte nicht so schnell wie möglich wie im Westen leben. Man wollte wirklich darüber reden, was von beiden Seiten erhaltenswert ist. War schon klar, dass es von uns weniger ist. Aber wie gesagt, so wenig war es nicht. Auch nach der Wahl war noch konstant diese Zahl von 68%, die das Volkseigentum erhalten wollten. Also das hat sich in der Geschichtsschreibung, und das ist eines der Tabus, die ich meine, wirklich falsch, natürlich nicht von selbst, aber mit der nötigen medialen Aufmerksamkeit, falsch eingeprägt, dass es gar keine Alternative gab, weil sowieso alle so schnell wie möglich nur noch das Westgeld haben wollten. Apropos Alternative, wenn man also selbst nach der Wahl, wie sie dann im März gelaufen ist, wo ich auch erstmal schockiert war, trotzdem war dann die Volkskammer frei gewählt. Und die Arbeit in der Volkskammer bekam eine doch große Aufmerksamkeit. Und es ist, irgendjemand hat mal gesagt, dass die letzte Volkskammer auch als Schule der Demokratie zu sehen ist. Da ist bis hin zu einem zu einem
naja, ich, nicht Grundgesetz, aber wie hieß es? Also die Verfassungsentwurf. Ja, Verfassungsentwurf, ja. Also dieser Verfassungsentwurf der Volkskammer war aus meiner Sicht, waren sehr, sehr wichtige Elemente, die man hätte übernehmen können, müssen in ein neues Grundgesetz, ja, in eine neue Verfassung, denn die bundesrepublikanische war ja immer eine provisorische, aber man hat daran festgehalten. Man hat diese Momente, diese kreativen politischen Momente einfach nicht aufgenommen. Ja, das stimmt. Also dieser Verfassungsentwurf war noch vom Runden Tisch initiiert. Ja. Nicht direkt von der Volkskammer, und der wurde erarbeitet von zum Teil Ostjuristen, aber im Wesentlichen von Westjuristen, hat weitgehend auf dem Grundgesetz aufgebaut, was ja eine gute Verfassung ist, aber in bestimmten Punkten schon doch auch modernisierungsbedürftig, gerade was Fragen wie Umwelt, Klima, Gleichberechtigung, Frauenrechte. Also es gab ein paar Punkte, da war sie einfach moderner, auch so bestimmte soziale Menschenrechte. Also die Interpretation der Menschenrechte ist ja aus westlicher Sicht auch immer sehr auf die bürgerlichen Freiheiten, auf die Abwehrrechte, die zweifellos ganz wichtig sind, die für uns ganz wichtig gewesen wären, dass sie dazukommen, aber dass deshalb auf die sozialen Menschenrechte verzichtet werden sollte, war nicht so recht einzusehen und ist bis heute nicht recht einzusehen. Also das war ein guter Verfassungsentwurf, ein diskutabler, der auch der Bundesrepublik gut getan hätte, aber er ist weder in der neu gewählten Volkskammer noch im Bundestag überhaupt auch nur diskutiert worden. Da war man schon völlig erhaben darüber. Diese ja sehr kurz im Amt gewesene neue Volkskammer der DDR stand natürlich auch sehr unter dem Druck ihrer westlichen Berater. Wie weit die wirklich noch souverän waren, möchte man mal dahingestellt sein lassen. Die SPD ist ja dann irgendwann auch ausgeschieden, weil die Meinungsunterschiede zu groß waren. Also das wird einer weiteren Geschichtsschreibung vorbehalten bleiben, ob diese frei gewählte, wenn man das denn freie Wahlen nennen will, was da stattgefunden hat, ist ja bis heute ein gängiger, feststehender Begriff. Wenn das Volkskammer kommt, muss kommen die erste frei gewählte. Aber wenn man sich deren Ergebnisse unterm Strich anguckt, ist die Frage, ob die tatsächlich in der Lage war, die Interessen der Ostdeutschen besser zu vertreten als die vorherige nicht frei gewählte unter Modrow, die aber aus eigenem Erkenntnis diesen runden Tisch, also schon die Bürgerbewegung und alle möglichen gesellschaftlichen Kräfte. Ja, Minister ohne Minister ohne jede Menge, ja, also das war sozusagen fast so eine Rätestruktur, die sich spontan gebildet hätte, ob das nicht sogar die demokratischere Struktur war, als eine Parlament von sicher moralisch anspruchsvollen Leuten, viele Leute aus den Kirchen und also, wo man nichts dagegen sagen konnte, die aber natürlich politische Laienspieler waren und dadurch sehr schnell, sehr stark beeinflussbar, ob die Interessen nun wirklich besser vertreten haben. Also das steht ja so im Raum, was frei gewählt ist, vertritt die Interessen besser. Naja, Trump war auch frei gewählt, also das sind alles Vorgänge, das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen, aber man muss Begriffe in Frage stellen. Was sind, das ist ja zum Beispiel eins der Gespräche, die ich mit Rainer Mausfeld dann führe. Was sind heute freie Wahlen, ne? Unter den Bedingungen, wo es auch durch die sozialen Medien einerseits leichter geworden ist, sich bestimmte Informationen zu holen und andererseits viel schwerer, sie wirklich einzuordnen. Nun ist das, du hast es schon gesagt, also diese einzelnen Kapitel am Ende ist euer Gespräch, also ein wichtiger Bestandteil des Buches. Und da kann man ja auch nochmal rückblickend sagen, es gab ja in der Bundesrepublik eine ganze Reihe von Leuten in der Kultur, in der Wissenschaft, die durchaus wohlwollend auch auf DDR geguckt haben, weil sie also auch sozialistisch geprägt waren.
Ja, und die Gebrechen der eigenen Gesellschaft kannten und ja, sagten und Veränderungen wir, auch genau, in der eigenen Gesellschaft wir sind auch stark reformbedürftig. Also, ne? Auch immer diese sozialistischen Länder so empfunden haben, dass das die westlichen Demokratien oder den Kapitalismus dazu zwingt, auch Kompromisse einzugehen. Und was dann eben 1990 passiert ist, mit der deutschen Vereinigung und mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Länder, einschließlich der Sowjetunion, war ja, dass dieses Korrelativ plötzlich weg war. Natürlich, das ist auch eine meiner Grundthesen, dass die soziale Marktwirtschaft, der heute noch so nachgetrauert wird, überhaupt nur in der Systemkonkurrenz möglich war. Die gab es nicht davor und nicht danach. Die gab es auch nicht außerhalb von Europa, wo die Strahlkraft der Systemkonkurrenz auch schon nicht mehr so groß war. Die gab es nie in den USA oder so. Und die brach schon also Ende der 80er Jahre, als absehbar war, das ist kein ernstzunehmender Konkurrent mehr, ziemlich zusammen. Und meines Erachtens wird es die auch nie wieder geben, weil einfach diese Rahmenbedingungen nicht mehr wiederherzustellen ist. Stattdessen haben wir dann diese neoliberale Schocktherapie erfahren, einschließlich Russland, das ja dann unter Jelzin wirklich in die Zahlungsunfähigkeit getrieben wurde und in die totale wirtschaftliche, also Chaos und Oligarchenwirtschaft und Demütigung, auch durch westliche, sehr stark. Das ist, wäre auch nochmal interessant, ich habe für den Freitag gerade drüber geschrieben, wie da Wahlbeeinflussung aus den USA für Jelzin betrieben wurde. Wir haben jetzt diesen neoliberalen Weg 30 Jahre, wir meine ich nicht nur die Ostdeutschen, sondern eigentlich fast die ganze Welt gehen müssen. Viel Zeit damit verloren und stehen jetzt an einer Schwelle, wo die Frage ist, können wir daraus noch Schlussfolgerungen ziehen? Oder hat sich dieses System derart etabliert im Denken? Im Sinne von keine Alternative, weil alles Sozialistische ist sowieso diskreditiert. Im Denken, in den Gesetzen sind da also derart viele eigentumsrechtliche Schnüre festgezurrt worden, dass man da überhaupt nicht mehr rauskommt. Man sieht es ja jetzt, wenn man in Berlin ein paar Wohnungen zurückkaufen will, was für ein Riesenaufstand und ist das verfassungsgerecht und so. Also Wohnungen zurückkaufen ins Gemeinwesen, zurückführen in eine kommunale Verwaltung, nicht etwa enteignen. Wie schwierig das ist, also wird das im Weltmaßstab solche Gedanken überhaupt noch real sein oder stehen wir vor einer Schwelle, in der es wirklich abrutscht in präfaschistische Strukturen und Gedankenwelten, autoritäre? Das ist eine sehr kritische Phase im Moment. Also ich sehe auch nochmal rückblickend ein großes Problem, das ist ja bei dir auch immer wieder Thema. In der DDR hat man die Bundesrepublik ja in der Regel über die Medien kennengelernt, also man hat viele Westfernsehen geguckt. Also ein richtiges Bild von der Bundesrepublik konnte man sich damit nicht machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir in der DDR groß geworden sind, wo die Rolle des Geldes und des Besitzes sehr untergeordnet war. Wir haben gerade in unseren Freundeskreisen eigentlich, spielte das keine Rolle. Es gab Leute, bei denen es eine große Rolle spielte. Das waren zum Teil Handwerksmeister und so. Also es gab schon Leute oder auch Leute, die Beziehungen zu Westgeld hatten. Und also Geschäftemacher gab es auch. Aber ich rede mal jetzt von den Kulturkreisen, in denen ich mich und du dich bewegt hast, war es also untergeordnet. Und nun ist natürlich eine neue Gesellschaft über die Ostdeutschen gekommen, wo aber Geld und Besitz eine sehr große Rolle spielt und wo das natürlich auch gesetzlich ganz anders verankert war und ist, als das eben in den Gesetzen der DDR verankert war. Also gerade diese
diese Frage, was du ja sagst, vom Volkseigentum und von Besitz von Land und das war etwas, worauf viele im Osten einfach gar nicht vorbereitet waren. Schön, dass du das ansprichst, weil das ist so eins der zentralen Themen, das mich auch umtreibt. Weil ich habe mal formuliert, die Zweitrangigkeit von Geld war unser Kapital. Das wird in Westdeutschland gar nicht verstanden, weil es ist doch klar, dass es die zentrale Rolle sein muss. Aber es war eine interessante Erfahrung, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht so sehr vom Geld abhängen. Das kann man an vielen konkreten Beispielen. Also wir kannten keine Eheverträge und brauchten fast kein Testament. Und es gab auch, so wie jetzt mit der Pharmaindustrie, es gab das nicht zwischen Arzt und Patient. Mag sein, es war alles unzulänglich, aber jedenfalls war es nicht vom Geld beeinflusst. Und das hat sich total verkehrt. Man ist selbst zur Ich-AG geworden. Also alles hat einen wahren Charakter bekommen. Eben auch die Beziehung, die menschlichen. Das bringt auch eine gewisse Kälte hinein. Und wenn man manchmal erklären soll, warum viele Ostdeutsche in der Erinnerung immer noch sagen, also irgendwie war das bei uns wärmer, die Beziehungen. Herzlicher, enger irgendwie. Ja. Wir hatten mehr Zeit füreinander. Ja. Wir haben mehr diskutiert und so. Heute hat keiner mehr Zeit. Keiner hat mehr Zeit für Gefühle auch. Dann kommt vom Westen immer gleich die Erklärung. Viele Westen, nicht alle, aber viele haben ja immer gleich die Erklärung. Und sagen, ja, das war Notgemeinschaft. Und dann sage ich, du gleichst dem Geist, den du verstehst. Ne? Das ist eine Erfahrung, an die man irgendwie auch nochmal vielleicht wird anknüpfen müssen. Ich musste gerade durfte für eine Zeitschrift, die von verschiedenen Studentenräten von drei Unis finanziert wird, die Frage beantworten, gibt es denn möglicherweise an den Versuch des dieses Realsozialismus noch irgendeinen utopischen Anknüpfungspunkt? Ja. Und das ist so ein zentraler Punkt bei mir, mal darüber nachzudenken, in einer Gesellschaft zu leben, die nicht vorrangig von der Geldbeziehung bestimmt wird. Die nicht besitzorientiert ist. Eigentumsorientiert. Ja, Daniela, du hast mit Rainer Mausfeld die Themen, die wir jetzt so besprochen haben, ja ausführlich behandelt. Es ist aber im Grunde genommen etwas, was dich umtreibt und mich auch umtreibt, die Geschichte eigentlich der Delegitimierung der DDR. Also das alles, was in der DDR vorhanden war, Kultur, auch in der Wirtschaft gab es kluge Leute, viele Erfindungen, also jedenfalls ist in der Rückbetrachtung aus vielen führenden bundesrepublikanischen, altbundesrepublikanischen Wissenschaftlern ist eben DDR SED-Unrechtsstaat, ist SED-Diktatur. Die Kultur wurde beginnend Anfang der 90er Jahre wurden führende Repräsentanten der DDR-Kultur eben unter Stasi-Verdacht gestellt und denke an Christa Wolf, Heiner Müller, also wurden damit delegitimiert. Und das ist eigentlich etwas, was ich zutiefst bedauere, dass man mit der Geschichte der DDR so undifferenziert umgeht, weil viele im Westen meines Erachtens bis heute nicht begriffen haben, was die DDR eigentlich eingebracht hat und was es zu entdecken gilt. Ja, wahrscheinlich, sicher, wir können nur für die DDR aus unserer Erfahrung reden, aber im Grunde müsste man fragen, was hat dieser realsozialistische Versuch, was auch von der Sowjetunion ausgehend natürlich, also so groß war ja der DDR-Spielraum nicht, dass sie so viel anderes einbringen hätte können als die anderen.
Und in diesem Utopieaufsatz komme ich natürlich nicht umhin, und das gehört einfach dazu, an den Ausgangspunkt zu erinnern, also auch an die Stalinzeit. Wie schwer war das, etwas Vernünftiges einzubringen mit solcher Ausgangsposition, nicht? Mit also Strukturen, die dem einstigen Ideal nun wirklich vollkommen diametral gegenüberstanden. Also nie war dieser Versuch mehr von einer Utopie entfernt als in dieser Stalinzeit. Ja. Und die Aufarbeitung, das wissen wir auch, begann halbherzig und war bis zum Schluss, also was die Strukturen auch betrifft, nie vollkommen geglückt. Also vielleicht sogar war es an der Basis in der Ökonomie noch interessanter, was da versucht wurde, aber gerade in der DDR, also in dem kulturellen Überbau, neben, also um so stärker zu würdigen Einzelleistungen, gab es natürlich diesen Dogmatismus bis zum Schluss, der mich auch verrückt gemacht hat. Ja, ja. Bin ja nicht also umsonst dann freischaffend geworden. Da war der Spielraum schon größer, aber natürlich auch nicht unbegrenzt. Heute ist er natürlich auch nicht unbegrenzt, ja, das ja. mal nebenbei gesagt. Gibt's andere Zwänge? Ja, so anders sind die letztlich gar nicht mal. Klar, man macht's mehr über den Markt, übers Geld, aber im Grunde läuft es auf dasselbe hinaus, dass Unerwünschtes nicht gehört werden soll. So anders, also die Folge ist so anders nicht, ne? Und zu diesen, ja, Methoden, die du eben schon erwähnt hast, wie man diskriminiert, kam auch, und das schließt nochmal an das Menschenbild, von dem wir gerade eben sprachen, die Art hämische Verachtung für den Versuch der sozialistischen Länder, die sagten, wir wollen einen neuen Menschen schaffen, das war natürlich anmaßend, aber nie hat jemand gefragt, wovon sich dieses Menschenbild denn absetzen soll, nämlich nicht vom alten Adam, wie Günter Gauss auch gern formuliert hat, dem vorzivilisatorischen, sondern eigentlich von diesem Homo economicus, die eben der Kapitalismus geschaffen hatte. Das war ja auch schon ein anderer Mensch. Das war ja auch schon ein verformter oder veränderter Mensch. Ja. Also die Gruppe um Herbert Marcuse haben das ja gut beschrieben. Wie stark eben diese westliche Gesellschaft auch verhaltensprägend ist, und zwar im Sinne von Zwängen. Also wenn wir heute immer davon reden, dass die Menschen also viel zu gierig und egoistisch sind, das stimmt. Aber ich glaube nicht mal, dass sie sich das so sehr ausgesucht haben, sondern wer hier nicht gierig ist und starke Ellenbogen hat, der geht eben unter. Und ja, wer sein Image nicht gegenüber anderen hervorheben kann, also dieses ganze sich selbst verkaufen, was wir auch nicht so gelernt haben, halt nicht so nötig war, das war, wir trafen auf ein Menschenbild, was sowieso schon auch ein neuer Mensch war, und den wollten wir eigentlich auch nicht haben. Und in diesem Sinne ist vielleicht der Hauptvorwurf, der hinter diesen Diskriminierungen steckt, also alles Unrecht, alles Stasi, alles Doping, indirekt der Vorwurf, dass wir einen Vorsprung doch hatten. Also wir haben wenigstens den Versuch gemacht, eine Utopie umzusetzen. Das können die Westdeutschen eigentlich nicht von sich behaupten. Die werden das auch nicht als Utopie akzeptieren und werden sagen, ja, ihr seid eben in die Irre gelaufen. Kann ja jeder sagen. Aber ja, wir sind jetzt irgendwie auch wieder in der Irre gelandet. Und insofern hatte diese Diskriminierung, von der du sprichst, auch was Folgerichtiges. Genau das musste verdeckt werden, dass da vielleicht was war, was sich gelohnt hätte, auch in seinen Fehlern nochmal aufzuarbeiten. Ne? Das war nicht der Ansatz, sondern der Ansatz war eigentlich, wer passt sich am schnellsten und am besten an? Das würden wir dann würdigen. Wer hat auch innovative Marktprodukte? Das ist ja toll. Aber der ursprüngliche Ansatz, der sollte gerade nicht weiterverfolgt werden. Das war der Zweck und der ist auch weitgehend gelungen. Ne? Daniela, nun schreibst du ja nicht Bücher unter dem Aspekt, nur immer zurückzublicken, sondern für dich ist es ja immer der Ausgangspunkt, das Hier und Heute, um einfach auch zu begreifen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Welche Ursachen sind da? Ich meine, wir haben eben vielleicht schon auch einen gewissen Vorteil gehabt, dialektisches Denken vermittelt zu bekommen
und haben uns das meines Erachtens auch irgendwie angeeignet. Nun sind wir momentan ja in einer Situation mit der Pandemie, wo ich sagen würde, dass diese Pandemie, so schlimm das alles ist, aber eins macht, sie legt ziemlich offen, was falsch läuft. Wir begreifen doch, wenn wir richtig hingucken, dass Dinge einfach in falsche Richtungen gehen, dass Dinge nicht angepackt werden. Ich denke, das ist für dich sicherlich auch auch ein Moment, weshalb du immer wieder deinen kritisch-revolutionären Geist in die Feder bringst und dich zu Wort meldest. Ja, ganz richtig. Also das ist auch eins unserer Themen in den Gesprächen dann, wo auch Rainer Mausfeld das sehr schön auf den Punkt bringt und sagt, diese Pandemie zeigt eigentlich ja diese ganze Systemkrise und diese ganzen strukturellen Mängel, die vorher noch so zu bedecken waren, die jetzt ganz offensichtlich werden, dass es die Marktwirtschaft nicht im Griff hat, was da auf uns zukommt. Und dieser Neoliberalismus schon gar nicht. Und dass in dieser Welt, es gab ja nie die 100%ige Marktwirtschaft und die 100%ige Planwirtschaft. Es waren immer Mischformen. Ja. Es kommt darauf an, in welcher Relation ist es denn nun eigentlich am praktikabelsten. Ja. Und darüber wird man neu nachdenken müssen. Also der Markt richtet solche Katastrophen überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja. Der hat von vornherein, also alles, was rentabel war, abgeschafft, ob Pflegepersonal, ob Pflegebetten, hat wirklich sehr kontraproduktiv diese Sache vorbereitet. Und wenn jetzt nicht geplant werden würde, wir erleben es ja hier wieder, immerzu Kanzlerrunden und Ministerpräsidentenrunden, ja, was machen die denn? Die planen ohne wirkliche Faktenbasis, ohne wirkliche Prognosen, ohne wirklich genug auch materiell sich bewegen zu können in genügend Impfstoff, in genügend Probematerial und so weiter, in genügend auch wissenschaftlicher Expertise. Kann uns heute jemand sagen, die wievielte Mutationen aus Brasilien oder sonst woher schützen da die Impfungen überhaupt noch? Also wir tappen alle sehr im Dunkeln und das wird der Markt schon gar nicht lösen. Insofern ist es richtig, das ist jetzt ein, wenn auch nicht erwünschter Beschleuniger hoffentlich von Nachdenken, von Aufklärung, von stärkerer Hinzubeziehung auch von Fachwissen, von Expertenwissen, von Wissenschaft, die ja in sich auch kontrovers debattiert. Ist ja nicht so, dass es einen Wissenschaftsstandpunkt gibt, aber es ist auch eine interessante Erfahrung. Das ist eine gewisse Chance. Aber es gibt ja, das weißt du genauso, die Befürchtung, also das ist jetzt sozusagen eine Einübung in Disziplinierung der Bevölkerung. Ich unterstelle nicht, dass das von vornherein geplant war, aber die Politik war am Anfang auch überfordert, war nicht darauf eingerichtet und hat im Grunde alte Szenarien von Notstandsgesetzen, ohne sie so zu nennen, man nennt es dann Infektionsschutzgesetz, aber im Grunde sind das ja alte Notstandsgesetze, die ja wohl auch immer noch in der Schublade liegen. Das war vielleicht ein ganz willkommener Nebenaspekt, dass das jetzt mal durchprobiert werden kann, wie weit kann man denn gehen und vielleicht ja, täuscht man sich da auch, wie weit man gehen kann. Daniela, du hast dich immer wieder in deinen Büchern sehr tiefgründig mit einzelnen Themen, wobei das Hauptthema sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Bücher zieht, beschäftigt. Nun haben wir ja eine gewisse Lebenserfahrung gesammelt und mich würde zum Schluss interessieren, was dich innerlich bewegt, was dein größter Wunsch wäre, wenn du könntest, wie du wolltest. Also was würdest du dir wünschen, gesellschaftlich für die Zukunft, für unsere Kinder und Enkel und wenn wir dann nicht mehr sind, Urenkel? Mit den
großen Wünschen ist das immer so eine Sache. Je größer der Wunsch, je geringer die Wahrscheinlichkeit, dass er je erfüllt wird. Ich bin da auch vorsichtig geworden. Das gehört zu den Lebenserfahrungen. Wir hatten große Wünsche in der Wendezeit und wünschen allein. Da waren wir kühn auch, ne? Ja, ein bisschen kühn, ein bisschen ahnungslos. Bisschen naiv. Ja, alles zusammen. Insofern ist man jetzt auch in seinem Optimismus etwas gebremster geworden. Also ich gestehe, dass mein Optimismus, wenn ich so auf die Welt gucke, im Moment nicht gerade übergroß ist. Irrationalität scheint Rationalität im Moment fast zu überlagern. Die Spannungen werden wieder größer. Also ich wünschte mir schon sehr eine friedliche Welt und versuche ab und an mit meinen winzigen Kräften schreibend darauf hinzuweisen, wie falsch dieses Sicherheitsdenken, was immer noch vorliegt, auch ist. Also wir sehen doch jetzt, was unsere Sicherheit wirklich, also existenziell bedroht. Das ist ein Virus, das ist... so eine Bombe und so eine Bombe, menschengemachte Bedrohungen, die angeblich ja die Sicherheit verstärken sollen. Das war ja eigentlich ein schönes Lehrstück, diese letzte NATO-Großmanöver, Defender so und so, musste plötzlich kleinlaut, also die Panzer waren schon auf dem Weg in Richtung Russland. Und die Kriegsschiffe näherten sich schon und dann kam dieses Virus und flog unter jedem Radar hindurch. Und man musste kleinlaut, die Schiffe drehten wieder um, die Panzer auch. Und eigentlich hätte man doch jetzt mal lernen können, unsere Sicherheit ist ganz was anderes. Die besteht in Zusammenarbeit, in Wissensaustausch, in einem richtig guten Gesundheits- und Sozialwesen, in Abbau dieser Kluft von Arm und Reich. Wer redet heute noch über Fluchtursachen beseitigen? Da wird bestenfalls Grenzabschottung finanziert. Ja, dieses wirklich falsche Sicherheitsdenken, da werden Menschenrechte zwar immer zu im Mund geführt, aber eine wirklich humanistische Welt zu gestalten, davon sind doch unsere Politiker... Ich kann es fast so verallgemeinern. Es gibt natürlich immer die kleinen Oppositionsgruppen. Von der Linken wünschte ich mir es oft noch offensiver. Also eine humanistische Welt zu gestalten, das ist diese Fähigkeit sehe ich im Moment nicht so sehr bei den Politikern. Auch nicht bei einem Herrn Biden, der ja vielleicht in der Innenpolitik viele erfreuliche Sachen betreibt, aber außenpolitisch die alten Spannungen hochhält und befördert. Ja, was soll ich mir wünschen, als dass das besser wird? Ja, und ich wünsche mir eigentlich, dass Menschen wirklich die Kultur für sich als ein ganz wertvolles Gut bewahren. Bildung ist so unendlich wichtig. Deine Bücher sind Anregungen zum Denken, zum Nachdenken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag. Menschen müssen denken, nachdenken, kritisch denken, tiefer denken und sich nicht so ohne weiteres beeinflussen lassen. Danke, dass du das noch ergänzt. Das ist wirklich wichtig. Kulturelle und politische Bildung, ohne das ist ja eine souveräne Einmischung auch gar nicht denkbar. Darüber habe ich auch oft nachgedacht und geschrieben. Ja. Liebe Daniela, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst. Ich bedanke mich für dieses und für deine anderen Bücher und hoffe und wünsche, dass du weiterhin so kreativ und aktiv bleibst, dich einmischt und uns immer wieder auch zum Denken und Nachdenken bringst. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Liebe Freunde der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, liebe Kulturfreunde, unser nächstes Gespräch führen wir mit dem letzten Innenminister der DDR-Regierung, Peter Michael Distel, zu seinem Buch »In der DDR war ich glücklich, trotzdem kämpfe ich für die Einheit. Rückblicke«, war ein Spiegel-Bestseller, also er wird Anfang
Mai wahrscheinlich hier sein und wir werden das wieder auf der Homepage der Friedrich-Wolf-Gesellschaft ankündigen. Bedanke mich ganz herzlich bei der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, die diese schöne Räumlichkeit, wo Friedrich und Else Wolf gelebt haben, zur Verfügung gestellt hat und wünsche allen alles, alles Gute. Wiedersehen. Wiedersehen.